Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvakantist. Wir haben heute den 3. Januar 2018. Thema des heutigen Videos ist vollständiges Bodyshaping. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema Gymnastik, Sport gemacht. Aber jetzt habe ich in den letzten Wochen mir ein Training zusammengestellt, das wer sich eigentlich noch die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte so beibehalten möchte, weil es eigentlich meines Erachtens ja vollständig ist. Es ist also nicht in erster Linie dazu da, Körper wie einen Bodybuilder zu haben, sondern eben den Körper in Form, in good shape zu halten. Und das ist also auch eine gewissermaßen eine Zusammenfassung der Videos, die ich früher zum Thema Training, Sport, Gymnastik gemacht habe. Die Übungen sind also insofern nichts Neues oder nichts Wesentliches Neues, aber eben die Zusammenstellung ist meines Erachtens ja vollständig für ein Leben in guter Form. Die vielleicht etwas neue Übung ist auch die, die ich am längsten mache, den Tag über. Und zwar mache ich normalerweise vier Einheiten von jeweils 3-4 Minuten. Und diese Einheiten kann man eben so über den Tag verteilen, dass man zum Beispiel morgens 4 Einheiten macht, also etwa eine Viertelstunde, dann nachmittags nochmal 2 Einheiten, abends nochmal 2 Einheiten, sodass man eben über den Tag auf eine halbe Stunde kommt. Dann kann man das eben auch so verteilen, dass man in der Woche ungefähr auf 2,5 bis 3 Stunden kommt, was ich persönlich eigentlich für das Optimum halte für den normalen Durchschnittsbürger. Hochleistungssportler kommen durchaus auf 4 oder 5 Stunden pro Tag, also vor allem in der Trainingsphase. Auch Filmschauspieler, also bei den ganzen momentan sehr angesagten Superheldenfilmen, kann man sich auch bei YouTube und so die Videos anschauen, wie die jeweiligen Schauspieler sich auf ihre Rolle vorbereiten, dann sind die wirklich mit 3-4 Stunden am Tag beschäftigt. Gut, also wie gesagt, jeweils ein Block von 3 bis 4 Minuten. Der erste Block ist eben diese etwas neue Übung, die eigentlich davon ausgeht von dem Crunch, also von dem Heben des Oberkörpers, der auf dem Boden liegt. Aber das soll ja bei mir alles möglichst einfach sein und mit möglichst wenig Aufwand und Geräten. Also bleibe ich mal stehen. Und dann die Hände an die Schläfe fassen, die Finger an die Schläfe. Und statt eben sich aufzurichten vom Boden liegend, hebe ich das eine Bein und näher mich dann mit den Händen im Knie. So. Das ist auf die Dauer schon ziemlich anstrengend. Also wenn man am ersten Tag, wenn man also völlig untrainiert ist, am ersten Tag eine Minute nur davon macht, hat man möglicherweise schon am nächsten Tag etwas Muskelkater. Wenn man mal so bei 3-4 Minuten am Stück ist, denke ich, hat man schon einiges erreicht. Das dient natürlich auch zur Straffung von Bauchmuskulatur, aber vor allem dadurch dazu, den Puls etwas zu heben, also auf einen Trainingspuls zu kommen. Ich sage normalerweise als Richtlinie 180 minus Lebensalter, man kann das mit anderen Formeln noch berechnen, aber Pi mal Daumen kommt das schon ziemlich hin. Und wenn man das jetzt so bei mir ist es so, wenn ich das so 3-4 Minuten gemacht habe, bin ich so bei meinem Trainingspuls von so 130, 140 Schlägen pro Minute. Gut, wie merkt man, dass man 3 bis 4 Minuten gemacht hat? Also man kann natürlich eine Uhr nehmen oder man kann natürlich sagen, bei Erschöpfung höre ich auf. Ich persönlich empfehle ja immer wieder das Zählen. Also entweder mit Zahlen natürlich ganz einfach oder auch mit Buchstaben, um gleichzeitig auch dem Gedächtnis oder dem Gehirn etwas Beschäftigung zu geben. Und dann, wenn man zum Beispiel immer so bis 30 zählt oder in 4er-Blöcken, also von 1 bis 16 hoch und dann von 16 bis 1 wieder runter, kommt man möglicherweise ungefähr auf eine Minute.
Und dann kann man eben das hintereinander schalten. Dann weiß man eben, wenn man von 1 bis 16 und 16 bis 1 gesetzt hat, ist erste Minute um. Und dann hat man eben 3 oder 4 Minuten damit zusammengezählt mit dieser ersten Übung. So, die zweite Übung sind, beziehungsweise der zweite Block von 3 bis 4 Minuten besteht auch aus 4 Übungen. Dafür braucht man Hanteln. Auch hier also nichts Neues. Ich sage immer wieder, Hanteln eine sehr sinnvolle, vielleicht sogar sehr wichtige Investition, die auch wohl überlegt sein sollte. Also die hat man ja einige Minuten in der Hand und die müssen ja auch einige Minuten lang bewegt werden. Also deswegen sehr genau darauf achten, dass die gut in der Hand liegen und nicht irgendwie die Hand verletzen können. Also sehr viele Hanteln sind schon angeraut, wenn man nur sehr wenige Übungen damit macht. Wird das wohl kaum stören. Und wenn man minutenlang damit arbeitet, dann kann das schon sehr die Handflächen belasten. Welche Gewichte? Auch hier nichts Neues. Für Frauen empfehle ich nach wie vor 1 bis 2 Kilo. Für Männer nach wie vor 3 bis 5 Kilo. Das sind jetzt 5 Kilo. Und in der Anfangszeit erstmal gar keine Hanteln. Weil das doch den ganzen Körper belastet und auch die Handgelenke ziemlich belastet. So, dieser zweite Block, wie gesagt, besteht aus 4 Übungen mit den Hanteln. Die erste hält man die Hantel also so nach unten und hebt sie so ähnlich wie beim Rudern. Das erspart praktisch das Rudergerät zu Hause. Und hier auch wieder 30 bzw. 1 bis 16 und 16 bis 1 zählen. Das wäre dann etwa eine Minute. So, zweite Übung. Dann wieder eine Hantel hochheben und in die Knie gehen und wechseln. So ähnlich wie beim Skifahren vielleicht. So, wieder eine Minute, dann dritte Übung. Hanteln so etwa in Schulterhöhe und dann hochheben. Und die vierte Übung, man geht leicht in die Hocke, hat die Hanteln also auch wieder so gerade. Und während man hochgeht, hebt man auch die Hanteln hoch. Damit ist man also auch 3 bis 4 Minuten beschäftigt. Der dritte Block ist praktisch dann die Wiederholung dieses zweiten Blocks. Also ich mache es so, die 4 Blöcke am Morgen, dann vormittags diese beiden Blöcke und dann nachmittags oder abends nochmal diese beiden Blöcke. So, das war also wie gesagt der zweite und dritte Block, dann der vierte Block. Auch wieder nichts Neues, nämlich zum einen das Seilchenspringen ohne Seil, was ich schon mal gezeigt habe. Wenn man eben gar nicht trainiert ist, lässt man die Füße die ganze Zeit auf dem Boden. Wenn man trainiert ist, dann erhebt man die Füße ein bisschen, also ich sage jetzt also in Millimeterhöhe nur, weil das doch schon den Fuß selber, die Knöchel, überhaupt den ganzen Organismus belasten kann. Und wenn da was schief geht, dann hat man möglicherweise ziemliche Probleme. Bin jetzt also schon etwas weiter trainiert und wiege auch nicht mehr so viel. Da kann ich mir also durchaus erlauben, ein bisschen zu springen dabei. Ich nehme also das inexistente Seil fest in die Hand und schwinge damit. Und dann beim Springen setze ich die Füße also zuerst vor und nach hinten. So, das wieder 1,16, 16,1 zählen, wieder eine Minute, dann Füße auseinander zusammen. So, das virtuelle Seil brauche ich nicht mehr. Jetzt kommen die letzten beiden Übungen, also beziehungsweise auch nur eine Übung, verteilt auf Linksbein, Rechtsbein.
Und zwar geht es einfach nur darum, das Bein hochzuheben, so ähnlich wie beim Treten, also oder beim asiatischen Kampfsport vielleicht. Aber das dient also im Wesentlichen auf der einen Seite das stehende Bein zu stärken, auf der anderen Seite das sich hebende Bein zu belasten. Also so. Also wie so ein Tritt. Und dann immer den Fuß wieder aufsetzen, damit man nur ja nicht umfällt. Man kann, sollte sich auch jedenfalls festhalten. Da ist die Belastung auf dem Stehbein und die Beanspruchung des Trittbeins noch immer vorhanden. Und es ist eben viel sicherer. Also wieder hochzählen, 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder runter, 16, 15, 14, 13. Das mit dem einen Bein und das mit dem anderen Bein auch. So. Wie gesagt, das ist jetzt der vierte Block gewesen, auch wieder etwa 3 bis 4 Minuten. Das Gesamtpaket morgens durchziehen, dauert etwa eine Viertelstunde. Nachmittags kann man dann sehen, ob man zum Beispiel diese zwei Blöcke mit den Hanteln dann noch ein- oder zweimal macht. Und so kommt man dann eben auf 2,5 bis 3 Stunden pro Woche. Damit, meine ich, kann man vollständiges Body Shaping erreichen. Ich bin persönlich sehr mit dem Resultat zufrieden. Aber natürlich, Sport geht nicht wirklich ohne gute Ernährung. Und deswegen noch ein paar Takte zur Ernährung, obwohl ich dazu auch einige extra Videos gemacht habe. Nur wer jetzt praktisch meinetwegen neu anfangen will oder wer dann noch ein paar Tipps braucht, ein paar Sachen will ich dazu noch sagen. Man kann sich natürlich bei den ganzen Shops für die Bodybuilder informieren. Das ist wahrlich nicht alles schlecht, was die anbieten. Aber es ist wahrlich auch nicht alles notwendig und wahrlich nicht alles sinnvoll und wahrlich nicht alles günstig, was die anbieten. Und man ist auf jeden Fall dann eben auch darauf angewiesen, normalerweise, wenn man nicht gerade in einer Großstadt mit einem Nutrition Shop wohnt, das sie mit zu bestellen. Wer es also lieber im Supermarkt oder beim Discounter kaufen möchte, die meisten Sachen kriegt man tatsächlich auch beim Discounter. Mein persönlicher Favorit sind die Hanfsamen, möglichst sogar noch in der ungeschälten Variante. Es gibt die also ungeschält und geschält. Ungeschält sind die deutlich billiger, aber natürlich die Schale sind Kohlenhydrate, Ballaststoffe, eigentlich sehr positiv. Also nicht nur, weil die preislich attraktiver sind, sondern auch das Rundumpaket gefällt mir persönlich besser. Aber man braucht natürlich auch sehr gute Zähne zum einen und ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Hanfsamen sind Nüsse. Man kann also dann zum Beispiel zu alternativen Nüssen greifen. Es gibt gute Nussmischungen. Ich persönlich würde, wenn ich also jetzt nicht an Hanfsamen kommen könnte, aus irgendwelchen Gründen, würde ich Walnüsse nehmen, die eine sehr ähnliche Bilanz haben. Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren nur mal so als ein Stichwort, aber viele Mineralstoffe und so weiter. Auch noch sehr interessant. Mittlerweile, ich habe zwar noch immer gute Zähne, aber mittlerweile benutze ich das auch nur noch mit einem Mixer. Ich habe einen 1200 Watt Mixer mir gekauft. Damit kann man die Nährstoffe sehr gut daneben aufnehmen, wenn die so, wenn alles schön gespalten, alles schön zerkleinert ist. Möglichst auch noch vielleicht nur mit Chiasamen, wenn man sowas möchte. Also, wie gesagt, Hanfsamen müsste man dann im Internet bestellen. Dann möglicherweise gerade für Einsteiger eher die geschälte Variante, teurer, aber eben etwas leichter oder deutlich leichter zu verdauen. Sonst eben zum Beispiel Walnüsse oder Nussmischungen, wo dann eben auch Haselnüsse drin sind oder Cashew. Natürlich, klar, man kann jetzt zu allen Lebensmitteln sagen, man kann doch eine Allergie haben, sicher. Also irgendwas wird irgendjemand nicht vertragen können, klar. Also bei Haselnüssen ist das Potenzial natürlich besonders hoch, gebe ich zu. Aber nur weil bei vielen, relativ vielen Menschen Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen, heißt es nicht, dass bei mir selber das auch bestehen muss. Und deswegen a priori auf irgendein Lebensmittel zu verzichten, was an für sich gute Nährstoffbilanz hat, halte ich für äußerst fraglich. Dann Erdnüsse gehören zu den Hülsenfrüchten, sind theoretisch eigentlich auch in praktisch jedem
Supermarkt zu bekommen. Leider gibt es die geschälten Varianten normalerweise nur geröstet und gesalzen. Und das ist ja gerade das große Problem. Also bei der Fehlernährung vor allem viel Zucker, viel Salz. Erdnussbutter ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man Erdnüsse nicht so direkt in dieser eigentlichen Nussform essen möchte. Nur, was man im Supermarkt als Erdnussbutter angeboten bekommt, ist eben auch mit Salz und Zucker versetzt. Ich habe zwar mittlerweile eine Bezugsquelle gefunden, wo es die tatsächlich gibt. Also Erdnusskerne ohne Haut, roh und blanchiert. Ja, aber das ist die einzige Quelle, die ich gefunden habe. Es gibt auch eine andere Variante. Da sind die wenigstens ungesalzen. Aber da ist auch schon wieder Palmöl drin. Sonst gibt es aber eigentlich in sehr vielen Supermärkten die die Erdnüsse noch immer in den Schalen. Dann kann man die Schalen ja mit den Fingern öffnen und Erdnüsse essen. Absolutes Grundnahrungsmittel, Haferflocken. Also sehr, sehr preiswert. Sehr gutes Verhältnis Kalorien zu Preis. Also ich glaube, ein Kilo würde jetzt, sagen wir, weniger als 1 Euro kosten. Da hat man dann 4000 Kalorien. Also es ist wirklich großartig. Und dann ist eben auch für ein Getreide die Nährstoffbilanz recht gut. Prima Sache auch, ein paar Haferflocken, zwischen 50 Gramm in eine Schüssel, Leitungswasser dazu. Wunderbar, wenn man sich mal an den ursprünglichen Geschmack gewöhnt hat, dann schmeckt das wirklich sehr, sehr gut. Auch bei Nüssen muss man sich vielleicht auch manchmal, wenn man durch den ganzen Überschuss an Salz und Zucker da abgestumpft ist, dran gewöhnen. Aber das schmeckt wirklich sehr gut. Also Haferflocken mit Leitungswasser, 50 Gramm zwischendurch, sind 200 Kilokalorien, hat man auch was davon. Also Eier auf jeden Fall. Sehr beliebt im Bodybuilding. Fast jeder Supermarkt hat bunte Eier. Das Interessante ist nicht, dass die bunt sind, sondern dass die gekocht sind. Deswegen sind die also bunt. Sind dann normalerweise leider auch aus Bodenhaltung, nicht aus Freilandhaltung. Aber wenn man sich damit arrangieren kann. Gekochte Eier einfach schälen, essen und das Ei ist mit so das vollständigste Nahrungsmittel. Also ich glaube, bis auf Vitamin C ist also ziemlich alles drin, was man an Mineralstoffen braucht. Dann Käse. Gibt es sicherlich auch in jedem Supermarkt. Jedenfalls mit Kühltheke. Das ist natürlich das Problem. Da braucht man einen eigenen Kühlschrank, wenn man sowas haben möchte. Also wer auf Kühlschrank verzichten möchte, müsste eigentlich dann wohl auch auf diesen Schnittkäse verzichten. Schmelzkäse, der nicht unbedingt im Kühlschrank gelagert werden muss, hat auch wieder einen hohen Gehalt von Salz und Zucker. Gut, Käse hat eben auch einen gewissen Salzgehalt, aber das ist alles machbar, wenn man jetzt nicht so andere versalzte und verzuckerte Sachen isst. Auch erschwinglich, gutes Verhältnis Eiweiß und Fett, also fettarmen Käse, also fettreduzierten Käse esse ich nicht. Es gibt zwar gewisse Käsesorten, die sehr, sehr fettarm sind von Natur aus. Okay, das ist eine feine Sache, das kann man gut essen. Aber künstlich fettreduzierten Käse würde ich also nicht empfehlen. Und da gibt es auch verschiedene Sorten im Schnittkäse. Also das hier sind zum Beispiel Scheiben mit Edamer, Emmentaler und Tilsiter. Maßdammer gibt es, gibt Gouda, viele Möglichkeiten. So, auf jeden Fall auch Schwarzbrot. Leider auch hier wieder ein Problem. Die allermeisten Schwarzbrotformen oder Pumpernickel vor allem sind mit Zuckerrübensirup da verseucht, hätte ich jetzt mal gesagt, so behandelt worden. Das setzt den Zuckergehalt dann natürlich dann insgesamt höher und ist einfach unnötig. Es gibt selten leider Sorten, wo eben keine Zusätze wie Zuckerrübensirup drin sind, also reinen Roggen. Ich habe mittlerweile eine Bezugsquelle davon gefunden. Gut, man stirbt wohl auch nicht an 2-3 Gramm Zucker zusätzlich durch den Zuckerrübensirup. Also man muss auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. So,
ich empfehle grundsätzlich natürlich deutsche Produkte, klar, aber wer auch ein bisschen exotisch leben will, für den ist Kakao auf jeden Fall ein heißer Tipp. Ich meine natürlich nicht das Zuckerzeugs, was irgendwie mit ein bisschen Kakao versetzt ist, sondern ich meine wirklich Kakaopulver. Und das findet man normalerweise in den Supermärkten bei den Backartikeln. Nicht irgendwie neben Kaffee dann Kakao, sondern bei den Backzutaten. Und da ist eben praktisch kein Zucker drin, also 1% Zucker oder so. Kakao, dazu kann man sich wirklich informieren, was, wie begeistert manche Leute regelrecht vom Kakao sprechen. Ich persönlich finde es auch eine prima Angelegenheit, das ist jetzt Kakaopulver. Es gibt auch Kakaonips, also Kakaostückchen. Kakaopulver kann man zum Beispiel sehr gut einen großen Löffel mit heißem Wasser trinken. Und da hat man also auch überschaubare Kalorien, aber noch immer ein gutes Verhältnis von Fett, Eiweiß und sogar Ballaststoffen. Das sind also, wie gesagt, so ein paar Tipps, wie man die man in seine Ernährung einbauen kann. Entscheidend ist, dass man immer so ein bisschen die Übersicht hat, also dass man nicht so einfach so in sich hineinstopft. Ganz wichtiger Gedanke ist zum Beispiel auch für mich, dass ich die Sachen abwiege. Wenn ich sage jetzt 50 Gramm Haferflocken, dann weiß ich, dass ich 50 Gramm habe. Oder wenn ich sage 40 Gramm Hanfsamen, dann weiß ich, dass ich 40 Gramm habe. Eben deswegen, weil ich das abwiege. Bei den Scheiben Brot, dann weiß ich natürlich, wie viel eine Scheibe wiegt und kann das auch ungefähr einschätzen. Man soll sich ja nicht verrückt machen lassen, müssen sie nicht verrückt werden mit irgendwelchen Grammangaben, aber ein gewisses Maß im wahrsten des Wortes muss man da halten. Wenn man zum Beispiel jeden Tag 2000 Kilokalorien braucht, dann kann man jetzt sagen, so 1000 Kilokalorien möchte ich durch die und die Lebensmittel haben, die eben sehr viele gute Bestandteile, Zusammensetzungen, Verhältnisse in den Nährstoffen haben. Und da habe ich 1000 Kilokalorien, also eine normale Mahlzeit, die ich dann individuell täglich gestalte, wenn man das so möchte. Ich persönlich mache das zum Beispiel so, dass ich einmal in der Woche so nicht nur ein gewisses Kaloriendefizit wieder auffülle, sondern eben auch viele andere Sachen esse, die ich zu Hause nicht esse, nicht essen kann oder nicht essen möchte. Zum Beispiel koche ich überhaupt nicht. Und ich esse auch die Woche über normalerweise kein Fleisch. Aber am Sonntag kann ich eben Fleisch und Fisch essen, auch warme Sachen. Gut, muss man jetzt im Einzelnen gucken, wie man das gestaltet. Mein persönlicher Zusammensetzungsfall ist ja auch der, ich sage jetzt pro Kilogramm Körpergewicht, also Wunsch Körpergewicht wohlgemerkt, dann 1,5 Gramm des jeweiligen Makronährstoffes. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte 80 Kilogramm wiegen, so dann nehme ich 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht, 1,5 Gramm Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Das heißt, es ist eine äußerst fettbetonte Ernährung, also mindestens 50% der Kalorien kommen aus Fett, weil Fett ja mehr als doppelt so viel Kalorien liefert wie eben Eiweiß oder Kohlenhydrate. Aber gut, das kann man noch weiter fortsetzen. Ich möchte jetzt ein neues Video zum Thema Ernährung machen. Nur so ein paar Tipps, wenn man Bodyshaping machen will, dass man eben sich darüber im Klaren ist. Entscheidend ist die Ernährung.